In der Vergangenheit wurden viele Flüsse und Bäche in Mecklenburg-Vorpommern künstlich begradigt. Für die Qualität der Gewässer keine gute Entscheidung. Im Zuge der EU-weiten Wasserrahmenrichtlinie sollen diese Gewässer wieder eine naturnahe Struktur bekommen. In Kronskamp bei Neustadt-Lewe wurde am Mittwoch der Spatenstich zu einem Vorzeigeprojekt vorgenommen. Der Wasser- und Bodenverband Untere Elde wird hier in den kommenden 2 Jahren auf 2 Gebieten Baumaßnahmen durchführen. Im Los 1, Alte Elde, ist die Gewässerstruktur auf mehr als 13 Kilometern kaum begradigt. Die Probleme liegen hier anderswo. Bei der Alte Elde ist das Problem die ökologische Durchgängigkeit. Da sind Sperrbauwerke drin, die mit Fische und kleinen Lebewesen nicht zu überwinden sind. So, und das geht nur, indem diese ganzen Dinge zurückgebaut werden, durch natürliche Sohlgleiten ersetzt werden. Und dann haben wir wieder die ökologische Durchgängigkeit. Und vor allen Dingen dabei geht es ja auch darum, die Wehre waren ja nicht umsonst. Die mussten ja einen Einstau sichern, damit links und rechts auch Wasser bleibt und man das nicht abfließt. Und mit diesen Sohlgleiten lösen wir das Problem auch, indem wir weiterhin den Einstau sichern, aber parallel dazu über einen Bypass auch die Möglichkeit haben, das Wasser noch zu steuern. Also der Nutzer links und rechts keine Nachteile hat, weil wir den nur ökologisch durchgängig machen. Mehr als 5 Millionen Euro kosten die Baumaßnahmen insgesamt. 90% werden durch das Landwirtschaftsministerium gefördert. Der zweite Teil des Baugebietes, Klinkener Bach, ist ein Paradebeispiel für die sogenannte Melioration aus DDR-Zeiten. Das Gewässer fließt beinahe schnurgerade durch die Landschaft mit katastrophalen Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt. Was aber Lebewesen brauchen, sowohl Fische als auch kleinere Wasserlebewesen, als auch die Pflanzen, ist ein ruhig fließendes Gewässer, ein abwechslungsreiches Gewässer, ein Gewässer mit Laichsubstraten, ein Gewässer, das aber dann auch mal wieder so eine schnellere Fließstrecke hat, wo Sauerstoff stärker eingetragen wird. Und ein mäandrierendes Gewässer ist zudem noch ein gutes Retentionsgebiet für den Wasserrückhalt. Die ersten Projektideen entstanden schon 2007 in diesem Gebiet. Anfang des Jahres erfolgte die Planungsgenehmigung. Für den Eigenanteil der Gemeinden wurden 550.000 Euro Ersatzgelder des Naturschutzes in das Projekt eingebracht. Das ist so ein komplexes Projekt mit so viel Gebietsschutz und so vielen naturschutzfachlichen Themen, die auch berücksichtigt werden müssen, die es uns wieder deutlich macht, dass nicht das Ressort Wasserwirtschaft auf der einen Seite, Naturschutz auf der anderen Seite, Flurneuordnung, dass nicht jeder seins machen kann, sondern dass wir alles gemeinsam machen müssen. Und auch gemeinsam sind wir dann stark. Kommunen, Landkreis als Genehmigungsbehörde, Wasser- und Bodenverbände für die Kommunen als diejenigen, die Projekte umsetzen, Vorhabensträger und die staatliche Wasserwirtschafts- und Naturschutzverwaltung. Diese ganzen gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, das kann so ein Verband nicht alleine machen. Da muss er schon alle Partner haben. Und für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sind ja nicht nur die Gemeinden zuständig, sondern da ist ja die ganze Gesellschaft für zuständig. Und das gehört natürlich auch, dass die Behörden hier mitarbeiten. Und das war in diesem Fall ja wirklich gegeben. Hier ist wirklich Hand in Hand. Und man hat ja auch gemerkt, so wie schnell nach der Planung auch die Plangenehmigung erteilt wurde, weil wir vorher auch schon mit den Behörden eng zusammengearbeitet haben bei der Planung. Was nehmen wir damit rein, damit wir nachher bei der Genehmigung nicht noch zusätzliche Auflagen kriegen und alles andere nochmal umplanen müssen. Aus Naturschutzgründen ist das Bauen in diesem Gebiet übrigens nur von Oktober bis Februar erlaubt. Der Hauptgrund dafür, dass die Maßnahmen erst 2020 abgeschlossen sein werden.